Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 28. Dezember 2023 und wir springen wieder zurück an die Frontlinie zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine. Wir starten heute direkt im Donezbecken. Ein ukrainischer Soldat berichtet von zwei starken russischen Angriffen in der vergangenen Nacht. Die Angriffsrichtung war beide Male die Siedlung Paraskorvivka, die zwischen den Dörfern Nowomichailivka und Gassentynivka liegt. Welche russischen Kräfte dabei beteiligt waren, sagt er nicht. Wir wissen aber, dass die Angriffe entlang dieses Waldstrichs erfolgten. Das russische Ziel ist das Abschneiden des Dorfes Nowomichailivka von jeglicher Versorgung. Mit viel Kraft konnte die ukrainische Seite den Angriff aber abwehren, so berichtet der ukrainische Soldat. Er erzählt weiter, dass er südlich und südöstlich von Nowomichailivka weiter zu kämpfen kommt. Die russische Seite konnte sich wohl erstmals in der Siedlung festsetzen. Wo genau, sagt der ukrainische Soldat nicht. Im Bereich des Möglichen steht natürlich der Teil des Dorfes, der aktuell in der grauen Zone liegt. Damit ist also dieser Bereich gemeint. Möglicherweise werden wir hier also in den nächsten Tagen ein paar Korrekturen vornehmen. Etwas nördlicher greifen russische Truppen von Marienka aus die Siedlung Chirchowjewka an. Die Aussagen beider Seiten sind hier etwas widersprüchig. Einerseits spricht die russische Seite vom erstmaligen erfolgreichen Eindringen in das Dorf und zwar südlich der Gewässer in diesem Bereich. Auf der anderen Seite spricht die ukrainische Seite vom Abwehren aller Angriffe. Details haben wir erstmal nicht und auch visuelle Informationen haben uns zum heutigen Abend noch nicht erreicht. Wir wissen aber, dass die russische Streitkraft zum heutigen Abend noch einen verstärkten Angriff auf Chirchowjewka gestartet hatte. Das Ergebnis ist aber zum heutigen Abend noch nicht bekannt. Möglicherweise wird es auch in diesem Abschnitt in den nächsten Tagen Korrekturen geben. Ein russischer Militärblogger ist weniger optimistisch, was ein schnelles Vorrücken in Richtung der Stadt Gurachowe betrifft. Das ist dieser logistische Knotenpunkt westlich von Marienka und zwar etwa 15 bis 20 Kilometer westlich der Stadt. Er spricht von aktuell 5 Brigaden, die in der Region Marienka operieren. Mit Krasnohorivka an der Flanke wird es schwer sein, an diesem Abschnitt einen Durchbruch zu erzielen. Und so erwartet er, dass dies viel Zeit in Anspruch nehmen wird, ähnlich wie die russische Seite auch hier seit der Invasion operiert. Angesichts des Verlustes der Stadt Marienka durch die ukrainische Seite wartet auf die russische Seite die nächste ukrainische Verteidigungslinie. Seine größte Hoffnung liegt auf der Gruppierung um Vuhledar, die sich seit etwa 9 Monaten passiv verhält und regeneriert. Das ist dieser Frontabschnitt, wo die russische Streitkraft im vergangenen Winter einige Großangriffe gestartet hatte. Und damit deutet der russische Militärblogger einen baldigen Beginn einer neuen Offensive um Vuhledar an. Eine russische Offensive in diese Richtung erwarten wir auf diesem Kanal schon seit mehreren Wochen. Die russische Militärführung hofft, dass mit Erfolgen bei Marienka die russische Seite der ukrainischen Gruppierung bei Vuhledar Probleme bereiten wird. Mit der Einnahme von Nowomichailivka würde die russische Seite Zugang zur ukrainischen Hauptversorgungsroute von Vuhledar bekommen. Das ist die O0532-Straße, die hier verläuft. Das zur aktuellen Situation bei Marienka. Der zweite aktive Abschnitt russischer Offensive bleibt die Region Avdiivka. Heute erreichen uns nach und nach neue Aufnahmen des gestrigen russischen Angriffs. Diese werden hauptsächlich von der 47. Brigade und der 116. Brigade veröffentlicht. Das sind zwei ukrainische Verbände, die aktuell hauptsächlich in der Region Stepowe die Verteidigung halten. Die Videos kann ich hier leider nicht zeigen, allerdings handelt es sich dabei meistens um erfolgreiche Angriffe auf russische gepanzerte Fahrzeuge. Zum Beispiel am Waldstrich an der Eisenbahnlinie konnte die ukrainische Streitkraft einen russischen BTR-82 Transportpanzer vollständig zerstören. Wir stellen außerdem fest, dass jegliche beschädigte Ausrüstung der russischen Seite ebenfalls im Visier ukrainischer Drohnenoperatoren steht. Damit will man der russischen Seite die Chance auf eine mögliche Evakuierung und Reparatur der Technik nehmen.
Insgesamt spricht die Ukraine vom Zerstören von 10 gepanzerten Fahrzeugen allein bei Stepowe. Heute sehen wir eine Zurückhaltung des russischen Militärs, was den Einsatz von gepanzerten Fahrzeugen betrifft. Sturmgruppen setzen die Angriffe am Boden weiter fort und versuchen, die Kontrollzone in Stepowe zu erweitern. Südlich der Siedlung Krasnohorjewka unternahm ein ukrainischer Kampfpanzer einen Kampfeinsatz in den Dachas östlich der Gewässer. Das betrifft also dieses Dacha-Gebiet, welches zu unserem letzten Stand teilweise unter russischer Kontrolle steht. Der Kampfpanzer bewegte sich nach und nach in Richtung der vordersten russischen Positionen und schoss auf diese. Allen Anschein nach konnte die russische Streitkraft hier doch etwas mehr Gelände einnehmen als erwartet. Gegeben der Drohnenaufnahme, wo der Panzer zu sehen ist, wurden russische Positionen an diesem Abschnitt beschossen. Wir können also davon ausgehen, dass die russische Seite hier doch etwas mehr Gelände kontrolliert. Dies wird aber nochmal überprüft. In den nächsten Tagen wird es wahrscheinlich auch hier Korrekturen geben. Im Industriegebiet bzw. in der Region des Industriegebiets spricht die ukrainische Seite ebenfalls von einigen russischen Angriffen mit dem Einsatz von gepanzerten Fahrzeugen. Die Angriffe konzentrieren sich hier weiter auf den ehemals bewohnten Teil der Stadt Avdiivka. Das betrifft, wie wir gewohnt sind, die Jasenowski-Straße und diese Nebenstraße. Außerdem versuchen russische Truppen aktuell das Dacha-Gebiet Vinohradniki vollständig einzunehmen und diese Stellung ebenfalls unter ihre Kontrolle zu bringen. Die 110. mechanisierte Brigade der ukrainischen Streitkraft spricht vom Abwehren aller Angriffe. Die Situation hat sich hier demnach nicht verändert. Damit verlassen wir die Region Avdiivka in Richtung der Region Bachmut. Schwere Kämpfe toben weiter an beiden Flanken der Stadt. An der südlichen Flanke beobachten wir weitere intensive Stellungskämpfe im Bereich des Stellungssystems an der Höhe 230. Die Situation bleibt dort unverändert. Wir sehen außerdem russischen Angriffsdruck im Bereich zwischen Klischivka und Andriivka. Das betrifft hauptsächlich diese Gewässer, wo wir seit kurzem wissen, dass die ukrainische Streitkraft östlich dieser einige Stellungen hält bzw. gehalten hatte. Hier versuchen russische Truppen, die Stellungen einzunehmen und ein Stück in Richtung der Eisenbahnlinie vorzurücken. Insgesamt bleibt die Situation im Bereich Klischivka unverändert, jedoch registrieren wir eine Veränderung im Bereich zwischen dem Abschnitt Bogdanivka und Chromove, nämlich direkt an der U0506-Straße. Erneut wechselt der Friedhof die Kontrolle. Erst vor kurzem hatte die russische Seite diesen Friedhof wiedererobert. Heute konnte die Ukraine die Russen von diesem Friedhof wieder zurückwerfen. Eine Drohnenaufnahme zeigt den Beschuss ukrainischer Kräfte auf dem Gelände des Friedhofs und das bestätigt, dass die russische Seite diesen Bereich nicht mehr kontrolliert. Damit fällt im Vergleich zum Vortag in etwa dieser Bereich von der roten zurück in die graue Zone. Hier kommt es also weiter zu kämpfen, der Friedhof wird umkämpft. Die ukrainische Seite setzt hier teilweise zu Gegenangriffen. Wir registrieren auch ukrainische gepanzerte Fahrzeuge, die sich teilweise in Richtung der Frontlinie bewegen. Und so ist auch ein ukrainischer Soldat von diesem Abschnitt vorerst optimistisch. Er behauptete heute Morgen, dass es ihnen gelang, die Russen vorerst aufzuhalten und die Situation zu stabilisieren. Das zur aktuellen Situation bei Bachmut und zum Abschluss springen wir in die Region Sinjivka-Kupjansk. Dort wurde die russische Seite nach einigen Tagen operativer Pause wieder aktiver. In Richtung Sinjivka unternahm die russische Streitkraft einen weiteren Angriff. Eine weitere Kolonne bestehend aus 4 gepanzerten Fahrzeugen, darunter 2 Kampfpanzer und 2 Schützenpanzer, bewegte sich auf das Dorf. Die Kolonne umfuhr konkret diesen Waldabschnitt und stieß daraufhin auf ukrainische Minen. So wurden alle 4 Fahrzeuge innerhalb einer Minute stark beschädigt bzw. zerstört. Die ukrainische 14. und 30. mechanisierte Brigade reagierten sofort mit einem Angriff der Artillerie und setzten dazu noch Streumunition ein. Der Angriff wurde definitiv gestoppt, das bestätigt den hier eingezeichneten Frontverlauf. Die Verluste in Mann belaufen sich laut ukrainischen Schätzungen auf etwa 30 bis 40, was die russische Seite betrifft. Und dementsprechend ist auch ein russischer Militärblogger heute fassungslos. Trotz vergangener erfolgloser Angriffe frontal auf Sinjivka lernt die russische Militärführung nicht und macht die gleichen Fehler wieder. In seinen Augen ist es unverständlich, was dort geschieht.
Das ist auch absolut verständlich, denn inzwischen war das schon der x-te russische Angriff frontal auf Sinjivka entlang dieses Abschnitts, der verlustreich endete und als Folge dessen die Ukraine keine Positionen verloren hat. So viel aktuell zur Situation in der Ukraine zum 28. Dezember. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo auf meinem Kanal freuen. In der Videobeschreibung gibt es anderweitige Möglichkeiten, meine Arbeit zu unterstützen. Ich bedanke mich herzlich im Voraus. Und damit hören wir uns dann wie gewohnt morgen Abend wieder. Bis dahin einen wunderschönen Abend.